Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Was liegt hier? Ach, das sind Zirkel. Ich dachte schon, irgendwelche Folterinstrumente. Eine Haarnadel. Nings. Wann hat Kabiha die bekommen? Ozean, Wüste, Kobra, Taube. Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf, die Taube, dann komm in mein Nest. Wohin du auch gehst, so folge ich dir. Wo immer du ruhst, dort ruhe mit mir. Ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Eine Karte des Kalifats und von Alamut. Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nazeline? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre, ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk. Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges, nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna, schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Es macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Ganz schönes Früchtchen. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. So, wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Ich würde sagen, wir legen unsere Verkleidung ab. Gut, das hatten wir also. Masalim-Gericht. Ein Appellationsgericht. Muhammad sollte irgendwo in der runden Stadt sein. Stell im Gerichtshof Nachforschung an. Das verfolgen wir jetzt. So, jetzt haben wir 4 Punkte. Das ist einfach nur geil, die Konterrolle. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Weil weiche in Richtung eines nicht blockbaren gegnerischen Angriffs aus, kurz bevor er dich trifft, um hinter den Angreifer zu gelangen. Das ist ein Muss, das Ding. Es wird wahrscheinlich bloß
heftigst aufs Timing ankommen. So, auf zum Gerichtshof. Ach, da ist er gleich ums Eck. Cool. Beruhige dich. Ach nee, da ist doch etwas weiter weg. Dann... kommt das Thema Schnellreise ins Spiel. Den haben wir noch nicht. Haben wir einen in der Nähe? Naja. Das ist jetzt echt egal, ob wir jetzt zu Fuß oder zu einem Schnellreisepunkt in der Nähe reisen. das wird doppelt gemoppelt. Nee, das ist jetzt egal, auf welchem Wege wir dorthin gehen. Ob nur beim nächsten Schnellreisepunkt oder zu Fuß, das ist echt egal. Sei gegrüßt. Herzlich willkommen. Schauen wir mal, was du hast. Selbstverständlich. Sieh dich um. Dienstleistungen des Kartenmachers. In ganz Bagdad können verborgene Schätze gefunden werden, wenn man nur weiß, wo man suchen muss. Ein Kartenmacher gibt dir in Tausch gegen eine Leermünze die Koordinaten zum Schatz. Wenn jemand sie aufspüren kann, dann sicherlich du. Wissbegieriger Mann, was? 13 Stück haben wir. Einige Karten mögen Großes enthüllen. Ausrüstungstour. Schatzkarte. Suchst das Unbekannte. Karte aktualisiert. Ah. Seltene und kostbare Relikte. Rätselkarte. Sein, der sie findet. Gott, in alten Schriftrollen gibt es immer viel zu entdecken. Schatzkarte. Karte für verlorenes Buch. Ist ganz wichtig. Ja? Dürstet es dich nach alten Sagen, Mythen und Mysterien? Sagenhafte Schätze gelten oft als verloren. Doch sind sie es wirklich? Ah, du suchst nach Erkenntnis. So, nun ist gut. War es das dann? Ja, das war's. Ich gehe dann mal. Leb wohl. Das war's. Keine Achtung für das Gesetz. Hallo, Jamion. Ich schaffe es nicht zur Zeremonie. Doch ich treffe dich danach bei der Jami al-Mansur. Es sei nicht in allen Mundmachen. So, hier ist eine Truhe uns in der Nähe. Ich wollte schon sagen, der tritt jetzt. Ach so, das ist da drüben im Feindesland. Naja, gut, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Stützpunkt der Schurta. Diese Zähne, ja. Ich will nicht prahlen, aber ich habe die Ohren. Die Polizei. In modernem Arabisch entspricht der Begriff Schurta dem Wort Polizei. Doch in der abbasidischen Epoche hatte die Schurta nichts mit ihrem modernen Gegenstück gemein. Als Institution lässt sie sich bis in die Zeit der Umayyaden zurückverfolgen und lässt sich am besten als eine Art Nachtwache verstehen, welche mit Laternen wie dieser in den Städten des Reiches patrouillierte. Ihre Anwesenheit unterstrich den Willen des Kalifen, für die Sicherheit städtischer Zentren zu sorgen. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts wurde die Rolle der Schurta bedeutender, da sie zum ausführenden Arm des Kalifen wurde. Ihre Angehörigen wurden zu den Elitehängern jener Epoche und waren dafür zuständig, Todesstrafen auszuführen und jeglichen Aufruhr zu unterdrücken. Die Schurta wurde vom Sahib Ash-Schurta geleitet, einem Mann, dessen Macht ähnlich des Muzaib
Marktinspektors und Kadi-Richters war. Dieser Posten war insbesondere im 7. und 8. Jahrhundert unter der Herrschaft der Umayyaden-Dynastie von großer Bedeutung. Als die Bürokratie des Abbasidischen Reichs sich jedoch ausweitete und den Zentralstaat an immer weiter entfernte Orte brachte, fielen nach und nach immer mehr Aufgaben, für die ursprünglich die Schurta zuständig gewesen wäre, an die Armee. Im 11. Jahrhundert schließlich wurde die Schurta nicht mehr die Leibwache, Henkerschar und Unterdrückungsgruppe, die sie einst gewesen war. Ziel auf die Beine ihrer Pferde. Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Los jetzt! Jetzt machst du dir Sinn, Ich habe jetzt doch Bock auf die Tour. Jetzt hier hoch. Halt, einsammeln. Ups, was war das? Vermerk für die Schurta an alle Mitarbeiter der Schurta. Meidet den dritten Stock, sofern die Ausübung eurer Pflicht nicht zwingend erfordert ist. Dass ihr ihn betretet. Statthalter Ibn Tahir ist mit heiklen Staatsangelegenheiten beschäftigt und sollte nur im äußersten Notfall gestört werden. Da gehen wir mal von innen ran. Tür verriegelt, natürlich. Die ist auch verriegelt. Erste Mal den vergifteten Dolch ausprobiert. Wo ist die Truhe? Gute Frage, nächste Frage. Wo sind die? Ach, noch weiter oben. Okay. Nee, ich lese jetzt nicht. Die Frage ist, wo geht's nach oben? Wahrscheinlich hinter der verschlossenen Tür. Aber ich sehe kein Schlüsselsymbol. Oder habe ich was übersehen, wo es nach oben geht? Thank you.
schätze an die Balken da oben ran, ja, ne? Genau. Ne. Ne. Oh, stell dich doch mal auf den Balken. Genau. Warum? Boah, ich wär irre. Balken. Nein. Ich wollte den eigentlich von oben abnicken. Eine Warnung für die Augen von Muhammad Ibn Tahir. Ich weiß aus einer glaubwürdigen Quelle, dass der wahnsinnige Ali Ibn Muhammad vorhat, den Palast zu stürmen. Er hält mich für einen Verbündeten, doch sein Kampf ist aussichtslos und wird es immer sein. Denn es liegt in der Natur aller, die dienen, untätig zu sein. Er ist entschlossen, seinen Pöbel in den Untergang zu führen und den Rest von uns in die Katastrophe. Danke. Ja. Danke. So. Hä? Hä? So, trotzdem müssen wir jetzt irgendwie noch da hochkommen. In die dritte Etage. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Es kann nur die Tür sein. Aber ich habe so das Gefühl, das wird nur von außen gehen. Oder dass sich nur von außen die Tür öffnen lässt. Ah, hier war doch trotzdem was da unten. Aber was? Und wie? Und wo? Und wer? Ach, die Messer! Ach so. Okay. So, jetzt. Durch das Fensterpack passiert da jetzt eh nichts. Da kommen wir nicht rein.
Zangeln wir uns mal hier außen rum, ob wir eine Lücke finden. Eigentlich müssen wir eine finden. Wobei hier in dem Außenbereich waren wir noch nicht. Interessant. Da ist unsere Truhe. Passungsplan für die Mantur der Verborgenen. Eigentlich haben wir ja, was wir wollten, ne? Hey, was? Nein. Hä? Wer? Pass mir den Tod! Halt die Deckung auf. Gemacht. Okay, mir reicht. Ich gehe wieder. Wo waren wir reingekommen? Cool. Wir haben ja, was wir wollen. Quatsch. So, nun haben wir natürlich wieder einen hohen Verhandlungslevel. Reisende von nah und fern! Reisende von fern und nah! Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Wo ist das da drüben? Du hast hier nichts zu suchen. Was? Allah, gib mir ab! Später noch eingezäunt dieses Buch, aber oh.
Herr Jamal kann nicht mehr so. Ich töte den! Schon Woche dort. So. Quatsch. Ah, es gibt was zu essen. Sehr schön. Gib mir ein Messer wieder her, wollte ich sagen. So, und jetzt steht die Truhe da drin. Aha. Erstmal müssen wir rumrandalieren. So, jetzt schauen wir mal, was wie kommen wir jetzt hier rein? Also die beiden Teile können wir. Da geht dann jetzt zwischendurch. Dann sind ja hier die Balken im Weg, deswegen können wir die Dinger nicht weiterschieben. Nee. Das geht nur bis dahin. Und das Buch. Aber inwiefern bringt mir das was? Dann ist halt das breite Teil hier auch noch im Wege. Ah! Mann! Warum drücke ich immer zu zeitig? Scheiße. Ich vergeude immer meine Messer. Na, ach doch! Jetzt können wir das dahinter schieben. Okay. Jetzt müssen wir hier rumrandalieren und dann können wir da drunter durchrutschen und dann kommen wir an die Truhe. Na bitte, es geht doch. Verbesserungsplan, Inventur des Aufbegehrens. Okay, die haben wir zwar nicht. Nee, das, lass los. So, haben wir Verbesserungspläne. Was wir natürlich nicht brauchen, weil unsere ganzen Monturen und Waffen sind ja schon und so, ne? Aber man hat ja so die nennen wir es Sammelwut. Kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. Ich dachte, das ist ein Heutingens da unten, wo der reinfällt. Tja, da habe ich mich wohl geirrt.